Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Keine Überlebenschance hatte gestern Abend ein 55-jähriger Autofahrer bei einem Unfall mit der Montafoner Bahn in Tschaguns. Der Mann dürfte beim Bahnhof das Rotlicht bei einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben. Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Auto wurde rund 30 Meter mitgeschleift und wurde zwischen Triebwagen und Bahnsteig eingeklemmt. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Vorarlbergs Werbe- und Beratungsbranche darf sich freuen. Sie hat mit einem Umsatzwachstum von fast 8% eines der erfolgreichsten Jahre hinter sich, wie die Wirtschaftskammer heute informierte. Im laufenden Jahr sollen die Umsätze nochmal steigen. Viele Firmen wollen auch zusätzliche Mitarbeiter einstellen. In der Sparte sind derzeit rund 5.600 Menschen beschäftigt. Die liechtensteinische Polizei steht rund um den Mord am Chef der Privatbank Frick weiter vor einem Rätsel. Der Tatverdächtige Jürgen Herrmann konnte immer noch nicht gefunden werden. Herrmann war ja ein begeisterter Taucher und könnte über den Rhein verschwunden sein. Die Polizei geht aber weiterhin von einem Suizid aus. Die Suche nach einer möglichen Leiche konzentriert sich derzeit auf die Rheinmündung bei Hart. Und Vorarlbergs Bischof Benno Elbs hält sein Versprechen und setzt eine Frau in einer leitenden Funktion der Diözese ein. Mit Helga Kohler-Spiegel übernimmt erstmals eine Frau den Vorsitz im Kuratorium des Jugend- und Bildungshauses St. Arbogast. Sie folgt damit Pfarrer Elmar Simmernach. Jährlich werden etwa rund 7000 Jugendliche in St. Arbogast betreut. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.